Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beantworte ich wieder eure Fragen, die ihr mir geschrieben habt. Ich könnte mir fast vorstellen, das hier wöchentlich zu machen, weil einfach so viele Fragen reinkommen und weil mir das Format ehrlich gesagt auch sehr viel Spaß macht. Ja, ihr seht wieder ein Speedbild im Hintergrund. Ihr könnt eure Fragen wieder schreiben, wenn ihr einfach Frag Brick Story in euren Kommentar reinschreibt, dann finde ich das über die Suchfunktion. Freut mich, wie gesagt, immer für diese, dass so viele Fragen von euch reinkommen. Ich bin gerade bei meiner Oma zu Besuch. Das ist eine bisschen andere Atmosphäre. Mal keine Autos, aber hier so ein Kiesweg. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Ja, sollte, denke ich mal, machbar sein. Und ja, wir haben gerade Torte gegessen. Ich bin immer noch so ein bisschen huscherig von diesem ganzen Batzen, den ich dann gerade gegessen habe. Ich habe einfach zwei Stücken Torte gegessen, was so fast einem Viertel von der ganzen Torte entspricht. Also ich werde groß und stark auf jeden Fall. Aber wir fangen direkt an mit der ersten Frage von Countdown-XY. Frag Brick Story, wusstest du, dass bei den ersten Malen, wo du das Intro benutzt hast, da Brick Story rot unterstrichen wurde? Und ja, das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, aber früher, als ich angefangen habe, hatte ich das gleiche Intro, nur damals war das noch mit PowerPoint gemacht und dann war Brick Story ein englischer Begriff quasi. Ich hatte immer noch die deutsche Rechtschreibung an und deshalb wurde das quasi als falsch unterstrichen von PowerPoint. Ich habe das nicht gesehen, deshalb ist in den ersten Intros immer noch so ein roter Strich unter diesem Brick Story halt zu sehen, wenn ihr das Intro anguckt. Ja, gut, aber ich habe es dann irgendwann bemerkt und inzwischen sollte es nicht mehr da sein. Vektor, jetzt bin ich gerade auf so einen Gullideckel gelaufen und er hat so einen Bumm gemacht. Ich bin hier irgendwo im Wald und das ist einfach ein Gullideckel. Aber gut, Vektor, vor zwei Tagen, fragt Brick Story, sollte ich mir den Liebherr für 300 holen, das Control Plus Zeug für 200 verkaufen und ihn dann ausschlachten? PS Pester YouTuber, vielen, vielen Dank, beziehungsweise in Klammern Lego YouTuber. Freut mich sehr. Und sollte man das machen, also wenn die Control Plus Sachen wirklich 200 Euro wert sind, was ich mir jetzt schwer vorstellen kann, aber okay, da sind 7 Motoren, 2 Smart Hubs, dann mach das. Also du hast ja sogar mehr von diesen linearen Aktuatoren oder wie die heißen, die halt vorne diese riesen Schaufel bedienen, ganz viele neue Paneele sind da mit dabei, Liftarme, unten die Ketten für diese riesigen Raupen. Also wenn du das, dann wäre das wirklich halt nur 200 Euro für diesen Liebherr. Kannst du auf jeden Fall machen. Und das ist letzten Endes das, was alle Bricklink-Händler tun. Denn letzten Endes, wenn du die ganzen einzelnen Technikteile hast, die sind halt wesentlich mehr wert als 100 Euro. Ja, könnte sich schon lohnen, wenn du halt nur, ich meine, 8, 9 Elektrikteile sind das dann in diesem Set. Wenn du die einzeln für 100 Euro, für 200 Euro verkaufen kannst, tu das. Coole Idee, vielleicht auch für andere. Dann fragt Brick Story von Hugo Merio Cactus. Wieso werden Lego Star Wars Sets immer schlechter? Ja, der Trend, würde ich sagen, war jetzt so bis 2020 die Winterwelle. Da war es wirklich für mich der absolute Tiefpunkt. Ich muss aber sagen, dass mir die Sommerwelle jetzt wesentlich besser gefällt. Es ist eine schöne Auswahl aus allen verschiedenen Episoden, auch den Serien mit dabei. Ich freue mich riesig auf die Razor Crest, die ganzen anderen Sets. Also bei der Sommerwelle würde ich mich jetzt eher weniger beschweren, auch wenn es natürlich ein paar echte Nieten gibt wie Grievous Starfighter. Was ich aber nicht schlimm finde, dann ist es einfach ein Set, was man nicht kaufen muss. Kann man einfach überspringen, spart man sich die 80 Euro. Aber ja, da kommt bald noch ein Review zu, beziehungsweise ist schon online, je nachdem, wann ihr das jetzt genau hier seht. Also von daher würde ich nicht unterschreiben, dass Lego Star Wars schlechter wird. Im Winter hätte ich es vielleicht noch unterschrieben. Habe ich, glaube ich, sogar mal ein Video darüber gemacht. Aber jetzt inzwischen nicht mehr. Von CT4327 fragt Brick Story, wie findest du Lego Johnny Thunder? Falls ihr den nicht kennt, das ist so eine Art, ja, Indiana Jones. Damals hatte Lego noch keine Lizenz. Aber ich glaube, es gab die Indiana Jones Filme damals schon. Und das war halt so ein bisschen an ihn angelehnt. So eine Adventures-Reihe, der war halt dann in verschiedenen, ich glaube im Eis war der, im Orient war der und so weiter. Habe ich persönlich nie mitgespielt, deswegen habe ich da jetzt keinen so einen richtigen Bezug zu. Kann mir aber vorstellen, dass es damals ziemlich cool gewesen ist, als es noch keine Indiana Jones Lizenz gab. Denn mit Indiana Jones habe ich gespielt und da hatte ich echt riesigen Spaß mit. Von daher finde ich Johnny Thunder eigentlich ganz cool und ich finde so eine Adventure-Reihe, die müsste Lego eigentlich auch mal wieder zurückbringen.
Dann haben wir von Reichi LP. Frag Brickstory, wie würdest du es finden, wenn die Lego Technik Supercars eine eigene Reihe werden? Und welches Fahrzeug würdest du dir wünschen? Und was würdest du davon halten, wenn man für 50 Euro das Fahrzeug in verschiedene Farben umwandeln kann? Super unterhaltsame Videos, mach weiter so. Sehr vielen Dank für das Lob und sehr vielen Dank für die coolen Fragen. Sehr, sehr coole Ideen hat er hier. Und zwar Lego Technik Supercar Serie, finde ich, haben wir eigentlich schon. Wir haben jetzt 3 Supercars, die alle 2 Jahre quasi rauskommen. Würde ich jetzt schon als Serie bezeichnen. Dann, welches Fahrzeug würde ich mir wünschen? Eine G-Klasse, ohne Frage. Das wäre einer meiner höchsten Wünsche. Noch besser ein G, so ein 6x6 AMG von Mercedes. Fände ich noch ein bisschen schöner. Oh, ich stell euch mal vor, und dann auch noch Motorisierung reinknallen. Oh, schön, das wäre der Oberhammer. Wäre mein Traum. Und dann natürlich die Individualisierung für 50 Euro. Ich finde, 50 Euro hören sich erstmal viel an. Aber wenn man bedenkt, dass man dann quasi alle Teile, die außen, also die halt an diesem Auto gefärbt sind, in einer anderen Farbe nochmal hat, fände ich das einmal natürlich cool für Leute, die das ausstellen, aber auch für viele Mocker sehr, sehr interessant, weil dann diese ganzen Paneele, die jetzt immer neu eingeführt werden, endlich auch in ganz vielen anderen Farben verfügbar sind und vor allen Dingen auch relativ günstig verfügbar werden. Wenn jetzt halt so ein Set auf meinetwegen 30 Euro runtergesetzt wird, dann ist es so billig wie noch nie. Von daher finde ich eine richtig, richtig geniale Idee, würde ich so umsetzen. Dann von Young Luke bzw. Young Luke. Frag Brickstory, gibt es einen Nachteil von Prince? Gutes Video, vielen Dank. Nachteil von Prince habe ich mir selber nicht vorstellen können, aber es ist tatsächlich so, bei Prince hast du ja nicht die Wahl, möchte ich da jetzt meinen Stein irgendwie verändert haben oder nicht. Der Stein wird einfach direkt verändert, wenn er aus dem Set kommt. Und das ist zum Beispiel für Leute, die das Set gerne ausschlachten wollen, ein Problem. Weil bei Stickern kleben die einfach die Sticker nicht auf und verkaufen den Stickerbogen meinetwegen einzeln oder sowas. Aber wenn der Stein halt irgendwie bedruckt ist, dann muss der Stein halt entweder wieder einzeln verkauft werden oder kann halt nicht in die normale Bausteinkiste mit den anderen Steinen, weil der halt eine Bedruckung drauf hat und dann im Mock auch blöd aussieht. Kann ich vollkommen verstehen als Kritikpunkt gegen die Prints, war ein sehr interessanter Gedanke von einem Bricklink-Händler. Vielen Dank nochmal an dich. Und ja, ich hoffe, das gibt dem einen oder anderen nochmal eine andere Perspektive. Ich kann aber auch natürlich jeden verstehen, der bunte Steine nicht mag, weil die man halt nicht mehr wieder in irgendeinem grauen Raumschiff-Mock wiederverwendet werden können. Dann von Star Wars Freak, Frag Brickstory, würdest du dir eine eigene Lego-Stadt bauen, wenn du den Platz hättest? Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Platzes, sondern auch eine Frage des Geldes, weil sowas in der Größe zu bauen, das ist unglaublich teuer, unglaublich zeitaufwendig auch. Und ja, wenn ich die Zeit, das Geld und den Platz dazu hätte, würde ich das liebend, liebend gerne mal machen. Riesen Eisenbahnstrecke, ganz viele Häuser. Ach, schön wäre das. Ja, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Und Kili Hagen schreibt, Frag Brickstory, wie kann man seine Freundin für Star Wars begeistern? Ja gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Erfahrung mit, aber gleichzeitig auch schon, denn meine Schwester, die mag halt auch nicht so gerne Star Wars. Obwohl, inzwischen mag sie Star Wars tatsächlich, aber Lego halt nicht so sehr. Da gibt es ein paar Tricks, und zwar nennen die sich Baby Yoda, BB-8 und R2-D2. Diese ganzen Droiden, genauso wie die Porks und sowas, die halt so ein bisschen auf niedlich gemacht sind, wenn die in irgendeinem Set drin sind, dann bauen die auch Leute auf, die nichts mit Star Wars zu tun haben und die halt solche Charaktere, Geschöpfe niedlich finden. Jedenfalls ist das bei meiner Schwester immer so gewesen. Das würde ich dir einfach mal empfehlen. Kauf dir irgendwie, oder Dio, kauf dir Dio. Für sowas ist Dio vielleicht auch eine gute Investition. Vielleicht nicht für 70 Euro, aber diese Sachen, die kann man da, denke ich, gut benutzen, um halt eine Freundin oder eine Schwester dazu zu motivieren. Und von OC27 gibt es Avatar, Herr der Elemente, Lego. Und ich glaube, ja, also wenn ich mich da jetzt nicht täusche, gab es da zum Beispiel mal so einen Turm und so ein Schiff. Wahnsinnig selten heutzutage. Ich weiß nicht warum. Ich finde es jetzt nicht besonders schön, aber die Minifiguren sind, denke ich, ganz cool aus diesen beiden Sets. Von daher, ja, die gibt es.
und von Louis Tablet fragt Brick Story, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, welches Set, das du verpasst hast, würdest du jetzt nachkaufen? Sehr, sehr coole Frage. Ich denke, es wäre, ja gut, der Millennium Falcon von früher, wenn man den damals für 500 Euro gekauft hätte und ein paar Jahre später wieder verkauft hätte, hätte man locker 400-500% Gewinn gemacht. Das hätte natürlich gereicht, um eine komplett neue Lego-Sammlung zu finanzieren. Wäre eine Überlegung wert gewesen, aber jetzt ist natürlich der neue wieder da, deshalb ist da auch nicht mehr so viel Potenzial drin. Obwohl, 4.000 ist ja, glaube ich, immer noch wert, wenn ihr ein Original verpackt habt. Aber wenn ihr jetzt nach einem konkreten Set, fragst, vielleicht den MTT von damals, den Motorized Walking AT-AT oder den Emerald Knight. Ja, ich glaube, den Emerald Knight, das wäre auch eine coole Sache. Aber da gibt es eigentlich so viele Sets und es ändert sich gefühlt bei mir auch immer täglich, welches ich jetzt gerne noch haben will. Und von Firewolf 100 fragt Brick Story, was war dein schmerzhaftestes Fuß-auf-Lego-Stein-Erlebnis, beziehungsweise welcher tut am meisten weh? So viele Erlebnisse hatte ich da, glaube ich, noch gar nicht. Immer mal wieder so ein bisschen auf so einen Stein drauf getreten. Irgendwann bin ich aber mal auf so eine Achse drauf getreten. Die gab es damals noch mit Metall. Das tat so weh. Das war hinten in der Ferse. Gefühlt war meine Ferse ab danach. Empfehle ich überhaupt nicht. Vor allen Dingen mit dem Metall dann noch drin, mit den Rädern, die da noch waren. Vollkommen eklig. Mein Vater ist, glaube ich, auch mal auf einen Lego-Stein drauf getreten. Das weiß ich auch noch. Früher war mein Zimmer war halt echt eine Katastrophe. Genauso wie es heute immer noch ist. Daher kommt das wahrscheinlich auch. Von Marc Selzer. Wie findest du das Dinosaurier-Fossilien-Set? Und kannst du bitte ein Review darüber machen? PS, tolle Videos wie immer. Vielen, vielen Dank. Und das Dinosaurier-Fossilien-Set finde ich eine richtig tolle Idee. Ich hatte damals so ein Jurassic World-Park nachgebaut mit meinen eigenen Steinen. Und da wollte ich immer so ein Fossil haben von den Dinosauriern. Ich hatte aber nie so genug von diesen weißen Steinen, die man da halt für benötigt. Und das Fossil einfach zu kaufen, wäre bestimmt cool gewesen. Das passt halt super in so einen Park rein. Von daher, dafür würde ich es benutzen. Und ich finde es auch ein sehr, sehr individuelles Set, was sonst halt nicht so wirklich gut in irgendeine Themenreihe reinpasst. Von daher, ja, finde ich ein tolles Set. Ob ich es reviewen werde, denke ich eher nicht. Und von Mihaela Konearik fragt Brick Story, wie warst du in der Schule? Naja gut, ich war mit Klamotten in der Schule. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der Sinn von der Frage gewesen ist. Ich war okay in der Schule, würde ich sagen. Also ich war jetzt kein Überflieger, nicht die hellste Lampe, nicht die hellste Glühbirne in der Lampe, sagen wir so. Aber ich war jetzt auch nicht komplett schlecht. Ich habe auch immer sehr viel Zeit mit Lernen verbracht und das sehr ernst genommen. Was ich im Nachhinein so ein bisschen bedauere, weil ich auch hätte die Zeit für was anderes verwenden können. Ja, aber mein Zeugnis ist okay. Ich konnte mich überall gut damit bewerben. Von daher beschwere ich mich jetzt gar nicht. Aber es ist jetzt so nicht so gewesen, dass mir das alles leicht gefallen ist. Ich habe sehr viel Zeit mit Lernen verbracht. Mathe war ich ganz okay. Religion war ich nicht so gut. Und vor allen Dingen Deutsch war ich auch echt katastrophal, wie man vielleicht diverse Male auch an meinem Redestil hört. Aber das ist ja nie zu spät, um das zu lernen. Und ich bin immer der Meinung, in der Schule lernt man, wie man lernt. Die Sachen, die man jetzt aber selber wirklich lernt in der Schule, braucht man im Leben nie wieder. Deshalb versucht, die Schule als Platz zu sehen, wo ihr euch ausprobiert, wo ihr selber herausfindet, wer ihr seid, wie ihr lernt. Gut, wer ihr seid, werdet ihr in der Schule jetzt nicht wirklich herausfinden. Da müsst ihr selber auch noch was für tun. Aber ihr lernt, wie ihr lernen könnt und dieses Wissen halt euch aneignen könnt. Probiert auch noch ein bisschen im Internet zu recherchieren. Das wird in der Schule jetzt nicht unbedingt so oft gezeigt. Aber wenn ihr das zum Beispiel könnt, dann habt ihr eigentlich in unserer heutigen Welt sehr, sehr gute Karten. Und ich denke, das ist das, die Quintessenz, die ihr aus der Schule mitnehmen solltet. Nicht irgendwelche Jahreszahlen in Geschichte. Und F Brick Productions schreibt, frag Brick Story, wie würdest du einen neuen Thai-Bomber oder Thai-Abfangjäger finden? Fänd ich richtig gut. Also ein Thai-Abfangjäger ist, glaube ich, ein Thai-Interceptor, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Da haben wir ja schon den von Major One Rack in Rot.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt mitzählen. Aber ein Thai-Bomber gab es zum Beispiel nur einmal ganz, ganz früher als so ein Spielset. Das müsste echt unbedingt dringend mal neu gemacht werden. Von daher fände ich sehr, sehr cool und rechne ich auch mit, dass wir sowas in der Zukunft bekommen werden. Vor allen Dingen ein Abfangjäger, der ist ja jetzt wieder in Star Wars Squadrons, wird er neu eingeführt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Lego deshalb da ein neues Set zu rausbringt, wenn das Videospiel halt herauskommt. Die letzte Frage von Finn ist cool. Frag Brick Story, hast du als Kind deine Sets zerlegt? Die Star Wars Sets, nein. Da war ich sogar immer sehr stolz drauf, wenn die so komplett waren und so weiter. Habe ich immer sehr, sehr drauf geachtet. Zumindest als ich so ein bisschen älter gewesen bin. Als ganz, ganz kleines Kind habe ich die natürlich immer auseinandergebaut. Ich glaube, kein kleines Kind hat noch alle Steine am Lego Set. Ich habe auch früher manchmal Steine verloren, als ich noch ganz klein gewesen bin. Deshalb, ja. Aber zerlegt, heutzutage zerlege ich manchmal immer noch ein paar für die Steine. Wenn die Sets halt ganz nett sind und günstig zu erhalten sind, sehe ich das jetzt nicht als kriminell an. Wobei ich immer noch bei anderen Sets, zum Beispiel jetzt im neuen AT-AT, habe ich die Ersatzteile schon in eine Tüte eingepackt, damit die auch nicht verloren gehen. Da achte ich auch sehr drauf, dass die nicht auseinanderfallen. Ja, und damit hätten wir es soweit für dieses FAQ. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich gehe jetzt zu meiner Oma und Opa und genieße den Abend. Ich hoffe, ihr habt auch einen tollen Tag und ciao.